Wir fühlen uns in der Außenseiterrolle pudelwohl. Entscheidend ist, wie man die Außenseiterrolle ausfüllt, mit dem entsprechenden Engagement, mit dem entsprechenden Biss, mit der entsprechenden Entschlossenheit und mit sehr viel Mut muss man an die Aufgabe rangehen und sagen, damit zwingen wir das, was wir in 34 Spielen nicht ganz geschafft haben, in diesen zwei Spielen versuchen wir, das dahin zu bringen. Ja, das ist eine große Aufgabe für uns, das ist uns bewusst. Und dass wir da zwei richtig gute Spiele brauchen, ist auch uns bewusst. Nur haben wir jetzt in der Saison, sind wir so zusammengerückt und haben das so gelebt, sowohl was den Aufwand betrifft, als auch was den Teamgeist betrifft, ja, dass man da mit sehr viel Selbstvertrauen auch hingehen kann. Und das müssen wir dann auch ins Stadion transportieren. Und dann bin ich mir sicher, werden wir unsere Chancen bekommen. Wenn wir die effizient nutzen, dann schauen wir, was am Ende rauskommt dabei. Vor dem Spiel muss man in das Spiel reingehen, um das Spiel zu gewinnen. Ja, und dementsprechend, nur dann kann ich ja dem Gegner auch wehtun, wenn ich sage, ich will das Spiel gewinnen und dafür muss ich nach vorne spielen. Ja, da muss ich immer versucht sein, ein Tor zu erzielen. Ja, das ist ja gerade mit Hin- und Rückspiel, das ist ja schon auch ein Faktor. Ja, und so gehen wir an die Sache ran und so haben wir das die ganze Saison gemacht, dass wir in die Spiele reingegangen sind und gewinnen wollten und so werden wir das auch in Hamburg im ersten Spiel tun.